Hallihallo, liebe Freunde. Erstens wieder Bernd und das heißt Road to Gold. Und falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, ich bin sauer. Ich bin aggressiv. Ich habe Wut im Bauch. Ich habe im letzten Match 11 Punkte verloren. Und damit sind wir, wie ihr sehen könnt, nur noch Bronze 1. Das geht gar nicht. Jetzt kämpfen wir uns hoch. Ich habe die Faxen gestrichen voll. Ich habe die Fresse dick, Leute. Ich habe gehörige Tracht Wut im Bauch. Jetzt wird rasiert. Wenn ich den nächsten Gegner nicht völlig zerprügel, raste ich aus. So, wir spielen gegen einen Franzosen, wie es aussieht, und zwar Hydros. Viel Glück, Hydros. Ich muss dich aber jetzt leider völlig verprügeln. So, drauf. Ja, das ist erstmal das erste Gegentor. Ich kotze im Strahl. Oh, meine Fresse. Ich habe mal wieder den Klassiker gemacht und direkt ein Tor, Gegentor zugelassen. 0-1 steht's nach 5 Sekunden. Das ist natürlich bitter. Mal gucken, ob wir das noch zum Guten wenden können, dieses Match. So, er ist sehr aggressiv. Fährt gut drauf auf den Ball. Gut im Zweikampf. Da müssen wir jetzt. Da müssen wir ganz hoch konzentriert spielen. Oh, er spielt für sein eigenes Tor. Danke! Eine Vorlage für Bernd! So sieht's aus. Ey, jetzt habe ich die Faxen richtig dick. Spielt ihn zum Glück mir direkt vor sein eigenes Tor. Da muss ich nur abwarten und ihn reinmachen. Da ist das Ding. 1:1. Er will auch, dass ich das Replay skippe, aber ich werde den Teufel tun. Ich will mir das ja angucken, damit ihr auch nochmal was davon habt. So, er spielt ihn da lang. Dann spiele ich ihn darüber. Hol mir hier schnell einen Boost. So, spiele ihn nochmal an ihm vorbei. Ah, den kriegt er weg. Vor seinem Tor weg. Aber er kann ihn nicht so richtig unter Kontrolle halten. Er ist übrigens auch ein Profi. Oh, oh. Der geht vor mein eigenes Tor. Oh, den konnte ich gerade noch so abwehren. Gucken, ob ich ihn jetzt wegkriege. Ich kriege ihn weg und habe dabei auch noch einen super Boost. Und müsste ihn jetzt auch reinkriegen. Jawohl! 2-1. Ganz übers gesamte Feld habe ich den Ball getragen, um ihn reinzumachen. Habe da Glück gehabt, dass ich da auf den Reifen gelandet bin. Und dann ist das Ding drin. Wunderbar, 2-1. Komm jetzt, 4 Minuten noch zu spielen. 3 Tore in der ersten Minute gefallen. Das ist natürlich hier High-Paced, Leute. Das ist High-Paced. Da muss man jetzt vollste Konzentration. An ihm vorbeigespielt, schnell den Superboost einsammeln. So, nochmal an ihm vorbei. Ich hoffe, der kommt jetzt so Richtung sein Tor. Er spielt ihn direkt vor sein Tor. Da muss ich nur noch Danke sagen. Da war ich mir schon zu sicher. Kriege ihn nicht rein. Das ist natürlich bitter. Ich arroganter Fatzke. Oh, scheiße. Oh, jetzt ist er bei mir. Jetzt ist er bei mir vom Tor. Eieieiei. Okay, den spielt er aber so, dass ich eigentlich direkt zum Gegenangriff ausholen kann. Und da spiele ich ihn auf sein Tor. Mofili! Kann ich gar nicht mehr sprechen. Da zwinge ich ihn zum Fehler. Spiel den Ball direkt auf sein Tor und er kann gar nichts mehr tun, außer selber den Ball reinzuschießen. 3-1. Wichtig jetzt. Wichtig, wichtig. Ich habe ja gesagt, ich bin aggressiv. Ich habe Wut im Bauch. Ich will jetzt richtig rasieren. Aua, yeah, yeah. Da sind wir beide auf der Stelle stehen geblieben. So, schnell von der Nasenspitze gedroppt den Ball. Oh, der geht an mir vorbei. Das müsste ein Türchen werden. Wenn er sich jetzt richtig anstellt. Ja. Komme ich nicht mehr ran. 3:2. Ah, ich weiß nicht, was los ist. Aber meine Defensive ist immer deutlich schwächer als meine Offensive, Leute. Ah, hat er gut gemacht, hat er gut da aufgehalten, den Ball unter den Reihen geschossen, nicht schlecht. Wir wollen hoffen, dass ich trotzdem, dass ich den Sieg trotzdem nach Hause tragen kann. So, da wieder Glück gehabt. So, da kommt er nicht ran. Jetzt ist er erstmal weg. Jetzt ist er erstmal ab vom Schuss. Ich habe aber leider keinen Boost. Ja, kommt nicht mal ran. 4-2, geiles Ding, wichtig, wichtig, wichtig. Naja gut, geiles Ding ist natürlich Quatsch. Das Tor war jetzt nicht unbedingt rekordverdächtig, aber wichtig ist, dass man die Dinger auch macht. 4:2, wir müssen den Abstand erhöhen, denn wir wissen, der Bengel ist eiskalt vom Tor. So, hier, aggressiv. Ich fliege wieder zu weit in die Luft. Jetzt kann er natürlich wieder sich auf das Tor einschießen. Oh Gott, ist der vorbei oder ist der drin? Schrein gehabt, der geht vorbei. So, den muss ich jetzt abwehren. So. Komm schon. Der tröpfelt ab und ich schieße aufs Tor. Den wehrt er ab. Das ist ja unfassbar. Das hat er ja richtig stark gemacht. Oh, scheiße. Jetzt nehme ich den Ball natürlich vor. Und ich fliege vorbei. Ja, das muss es sein. Nee, ist es nicht. Ich kann nochmal rankommen. Jetzt muss ich mir
mir schnell den Superboost holen. Und ich kann auf sein Tor schießen. Ah, nein, da hat er antizipiert und sich schon mal eingeschossen. Ich mache wieder einen kolossalen Fehler. Oh, ich komme aber gerade so vor ihm ran. Ah, da wehrt er ihn ab. Da wollte ich ihn quasi ins Tor tragen. Das war natürlich wieder zu viel des Guten. Habe ich mir zu viel erhofft. Oh Gott. Ich konnte ihn zum Glück treffen. Damit ist der Ball dann am Tor vorbeigegangen und nicht aufs Tor. Das wäre ja sonst in einem Gegentor resultiert. Aber so, ja, so wird das nichts. Er versucht mich immer zu überlupfen. Und ich attackiere dann einfach sein Auto. So, und jetzt komme ich an ihm vorbei. Und kann hoffentlich... Nee, ich spiele den Ball natürlich am Tor vorbei. So wird das auch nichts. Aber das sind wertvolle Sekunden, die ich dadurch gewinne. Jetzt kommt er nochmal vor. Jetzt kommt er nochmal direkt vor sein Tor. Naja, geht so. Jetzt spielt er ihn vor sein Tor. Und ich muss ihn doch nur einnicken. Da ist das Ding! 5-2. Boom, und ich lege mich fest, das Ding ist jetzt gewonnen. Komm schon, er gibt auf. Da ist das Ding gewonnen. Jawohl, 6 Punkte. 199, wir sind ein Punkt vor Bronze. Okay, das heißt, 11 Punkte, die wir verloren hatten, sind noch nicht wieder aufgeholt. Aber ich bin dran, Leute. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn euch das Format noch gefällt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Whee.